turn left on Mineral Spring Avenue. Then turn left on Mineral Spring Avenue. Turn left on Mineral Spring Avenue. In 2.6 miles, turn right on Main Street. Aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. Das Nachrichtenupdate in der Nacht. Mit Hendrik Daum um 0 Uhr. Grüß Gott. Bei der Landtagswahl in Thüringen ist die AfD um Landeschef Höcke mit großem Abstand stärkste Kraft geworden. Laut Landeswahlleitung kamen sie auf knapp 33%, die CDU folgt mit knapp 24%. Auf Platz 3 liegt das Bündnis Sarah Wagenknecht mit fast 16%. Die Linke hat massiv verloren und landet nur noch bei 13%. Damit wurde die Minderheitsregierung von Ministerpräsident Ramelow abgewählt. Für die SPD stimmten 6%, die Grünen sind nicht mehr im Thüringer Landtag vertreten. Der thüringische AfD-Chef und Wahlsieger Höcke bei NTV. Wir sind die neue Volkspartei in Thüringen, das ist ein historischer Sieg für uns. Wir wollen regieren und wir haben den Anspruch als stärkste Kraft auch zu regieren. Es ist auch gute parlamentarische Sitte, dass die stärkste Kraft zu Gesprächen einlädt. Die Parteigremien werden in der nächsten Woche tagen des Landesverbandes und dann werden wir die Lage aufgrund der Endergebnisse dann analysieren und dann werden wir die Gesprächsangebote sicherlich auch unterbreiten. Allerdings mit Höcke will keine andere Partei koalieren. Und wir schauen zur Landtagswahl in Sachsen. Hier kann die CDU von Ministerpräsident Kretschmer laut aktueller Hochrechnung mit 32% Platz 1 behaupten. Wir haben allen Grund zum Feiern. Hinter uns liegen Wahlen zur Bundestagswahl, zur Europawahl. Wir wissen alle, wie enttäuscht die Menschen sind von dem, was in Berlin passiert. Und die Leute haben hier in Sachsen uns vertraut. Sie haben keine Protestwahl gemacht. Sie haben uns dieses starke Ergebnis gegeben. Vielen Dank, dass wir das so gemeinsam hinbekommen haben. Nur ganz knapp hinter der CDU liegt die AfD mit 31% auf Platz 3, das Bündnis Sarah Wagenknecht mit 12%. Für die SPD stimmten 7%, für die Grünen gut 5%. Die Linke erhielt zwar nur 4,5%, kann aber durch den Gewinn zweier Direktmandate in den Landtag einziehen. Bei einer Trauerfeier in Solingen zur Eindämmung irregulärer Migration gefordert. Das mutmaßlich islamistisch motivierte Messerattentat mit 3 Toten habe ein offenes, freundliches und vielfältiges Land im Kern getroffen, so Steinmeier. Es trifft uns in unserem Selbstverständnis als Nation, in der die Menschen trotz aller Unterschiede friedlich zusammenleben und zusammenleben wollen. Menschen
die schon seit Generationen hier leben, genauso wie diejenigen, die später hinzugekommen sind. Tatverdächtig ist ein 26 Jahre alter Syrer, der ausreisepflichtig war. Steinmeier sagte, das Grundrecht auf Asyl müsse zwar bleiben, aber gleichzeitig dürfe Deutschland nicht überfordert werden von der Zahl der Menschen ohne Anspruch auf besonderen Schutz. Zum Sport. Bei den Paralympics in Paris feiert das deutsche Team die ersten Goldmedaillen. Im Schwimmen über 150 Meter Lagen konnten sich Tanja Scholz und der Erlanger Josia Topf durchsetzen. Und in der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern am Abend mit 2:0 gegen Freiburg gewonnen. Zuvor hatte der FC Augsburg eine heftige 0:4-Klatsche in Heidenheim kassiert. Das Antenne Bayern Wetter, die letzten Schauer und Gewitter ganz im Süden, die sind jetzt abgezogen. Und so ist es auch in dieser Nacht fast überall sternenklar. Dabei gehen die Werte bis in der Früh runter auf 18 bis 13 Grad. Heute zum Start in die neue Woche erwartet uns zunächst wieder viel Sonne. Im Laufe des Tages gibt es dann aber immer wieder Schauer oder auch Gewitter. Dementsprechend wird es auch zunehmend schwül bei 25 bis heißen 31 Grad. 3 Minuten nach Mitternacht, Servus auf die Straßen, das Antenne Bayern Verkehrszentrum. Mit der A92 Deggendorf Richtung München, bitte fahrt hier sehr vorsichtig zwischen Moosburg Nord und Moosburg Süd. Speed camera reported ahead. Und die A93 haben wir noch, Hof Richtung Weiden, hier ein Pannenauto auf der rechten Spur zwischen Schönwald und Selb Nord. Die neuesten Blitzer bayernweit nur bei uns stehen in Murnau in der Weilheimer Straße und in Neu-Ulm in der Memminger Straße. Habt ihr noch was gesehen? Ihr erreicht uns immer kostenlos unter der 0800 994 9000. Gute Fahrt euch. Die bayerische Nacht mit extra vielen Hits in Bayerns bester Musikmix. Nur hier auf Antenne Bayern. Always wanna be with you. You know that you can always trust in what I say, and I know you would always speak the truth. So there's something I wanna ask if that's okay. Yeah, I know that we are both in so deep. Nonetheless, I confess, sometimes I'm afraid. Promise to stay, and that you'll always be here. Camera reported ahead. In half a mile, stay to the left to I-95 North, US 1 North. In 1,000 feet, use the left lane to stay to the left, then exit right.